Guten Tag, ich bin Jochen Resch, Anlegeranwalt aus Berlin. Heute mit einem aktuellen wichtigen Thema, PUC-Fonds. Dort gab es ein Schreiben der Geschäftsführung, dass Ausschüttungen aus dem Jahr 2013 zurückgezahlt werden müssen. Frage, die sich jetzt alle Anleger stellen, muss man bezahlen, sollte man bezahlen? Ich will gerne diese Frage kurz anreißen. Mit diesem Schreiben wurde eines klar. Den PUC-Fonds geht schlecht. Angeblich ist ein Kredit gekündigt worden in Kanada, der zurückgeführt werden muss. Aus diesem Grund braucht die kanadische Zielgesellschaft Gelder und diese Gelder sollen aus Deutschland kommen. In den vergangenen Jahren, also eigentlich nur im Jahr 2013, sind Ausschüttungen erfolgt. Und diese Ausschüttungen sollen wieder zurückgezahlt werden. Dann sei das Problem behoben. So in etwa jedenfalls, so heißt es. Nach unserer Analyse sind die formellen Voraussetzungen für einen Rückzahlungsanspruch nicht gegeben. Die Gesellschaftsverträge sehen überall ein bisschen unterschiedlich aus, aber die Voraussetzungen, auf die sich die PUC-Geschäftsführung beruft, liegen nicht vor. Also, es gibt keinen formellen Grund, diese Rückzahlung zu leisten. Ob man das freiwillig machen will, das muss jeder für sich entscheiden. Es hängt ja davon ab, welche Zukunftsperspektiven man für den Fonds sieht. Ich habe natürlich meine erheblichen Zweifel daran. Aber dazu können Sie noch einiges lesen auf unserer Internetseite. Folgen Sie dem Artikel, der unten steht. Dort gibt es Argumente, die aus meiner Sicht keine guten Perspektiven für die PUC-Fonds in Aussicht stellen. Da muss jeder sehen, ob er jetzt noch dort weiter investieren kann und will. Aber das Problem, das größte Problem, das ich seit eh und je mit den PUC-Fonds hatte, es ist für mich eine Blackbox. Man kann nicht reingucken, man kriegt keine Auskünfte. Es wird alles getan, damit die Anleger nicht wirklich erfahren können, wirklich sehen können, was hinter den Kulissen abläuft, wie die Geldströme sind. Das ist alles sehr kritisch. Bin neugierig, wie die Bilanz 2013 aussehen wird. Sie sind ja angekündigt. Aber wie gesagt, lesen Sie den Artikel. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne anrufen in Berlin 030 885 9770 oder Sie können den Fragebogen ausfüllen, der unter dem Artikel zu finden ist. Danke sehr.